Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, heute gibt es im Video nicht allzu viel zu tun, denn ich habe das meiste schon erledigt. Meine Stadtwache läuft auch gleich aus. Ich weiß gar nicht, ob ich es letztes Mal so gezeigt habe, aber ich habe hier wieder die, oder nicht wieder, sondern ich habe die 20k Basis-Stats auf Ausdauer geknackt. Ja, das letzte Gold-Event hat sich schon sehr rentiert. Da habe ich einiges an Stat-Punkten gemacht. Und bin jetzt auf 177 Millionen Ausdauer. Ist immer noch nicht sehr viel mehr als vorher, ne? Aber zumindest halte ich vielleicht im Dungeon einen Schlag mehr aus oder so, ne? Kann ja sein. Ja, jetzt werde ich auf jeden Fall erstmal weitermachen mit Intelligenz. Werde hier das noch weiter pushen. Und ja, ich weiß noch nicht genau, wie weit ich das machen werde. Vielleicht mache ich das sogar erstmal die Basis-Stats auf 100k hoch. Dass ich erstmal noch weitere 40.000 Basispunkte, was sehr, sehr viel ist, in Intelligenz reinballer. Ja, dass ich dann insgesamt hier auch über 150.000 Intelligenz komme. Das wäre auf jeden Fall eine gute Leistung und vielleicht ziehe ich dann noch ein bisschen Ausdauer danach denn hoch. Ich meine, Schaden kann man sowieso nie genug haben, vor allen Dingen als Magier ist das immer ganz gut. Deswegen mache ich auf jeden Fall nichts falsch, wenn ich auf das Main-Attribut gehe als Magier. Deswegen, ob ich jetzt nun auf 80k oder auf 100k gehe, ich glaube, das macht nicht mehr so viel aus, denn und im Prinzip kann man immer noch mit Ausdauer nachziehen. Weiß ich nicht, vielleicht, dass ich nachher so 100k Basis-Stat auf Intelligenz habe und so vielleicht, ja, so 40k in Ausdauer, das wäre vielleicht so das Verhältnis, was ich anpeilen würde. Ne? Und ja, aber bis dahin ist es auf jeden Fall noch ein weiter Weg. Gut, ja, das Video, was es sich heute drehen soll, ist Folgendes. Und zwar hat ja letztens gerade erst das letzte Wochenende der W46-Server gestartet. Und das ist natürlich eine Nummer, wo sich jetzt der ein oder andere fragt. Es ist ja nicht mehr allzu weit weg bis zum nächsten Jubiläumsserver. Und der nächste Jubiläumsserver ist ja der internationale Server 50. Und das ist, glaube ich, somit der Server, der am meisten gehypt wird und ich glaube, der auch ja, in die Shakes and Fidget Geschichte eingehen wird. Denn so einen Server wie W50 gab es noch nicht. Wir hatten beim W40 Server ja auch schon immer, also bei jedem runden Server ist es ja ein Jubiläums-Server und dann gibt es da irgendwie immer eine Kleinigkeit, irgendwas Besonderes auf jeden Fall aus der Richtung auch von Shakes and Fidget. Und W50 ist ja jetzt was ganz Besonderes so. Das ist die Hälfte von 100, ja, wer hätte es gedacht, auf jeden Fall. Aber ja, lass es mal so W10, W20, W30, so das ist alles irgendwie, ja, das ist zwar alles cool, aber W50 ist mal so eine richtig schöne runde Zahl. So, und ich kann mir vorstellen, dass da auch ein fettes Event zukommen wird. Und W50 ist ja jetzt, sind wir mal ehrlich, jetzt nicht mehr so sehr weit entfernt. Ne? Wir haben es jetzt Januar, so, und wenn wir davon ausgehen, dass jeden Monat, alle 1 bis 2 Monate kommt im Schnitt so ein neuer Server, so, dann rechnen wir einfach weiter. Dann haben wir 47, 48, 49, 3 Server noch dazwischen. Das sind dann auch nochmal, ja, lass es so 3 bis 5 bis 6 Monate sein, so ungefähr, ein halbes Jahr vielleicht noch. Also dieses Jahr kommt auf jeden Fall der Server 50, davon können wir schon mal ausgehen und ich bin gespannt, was dazu kommen wird. Januar, vielleicht kommt im Februar ein Server, März, April, Mai, sind wir denn schon bei 50, so, ne? Ich würde so anpeilen, so Juni, Juli vielleicht so, weil sie sich dann doch ein bisschen Zeit lassen eventuell und dann die Server ein bisschen zeitversetzt dazwischen erscheinen werden. Auf jeden Fall kann es aber auch die Möglichkeit sein, dass sie es so machen wie bei dem internationalen Server 30. Ne? Wer damals schon zu der Zeit gespielt hat, weiß, die haben einfach so dreist einen Server vorgezogen. So, ne? Also was ich damit sagen will, ist, die haben einfach von Server W28 auf W30 direkt geskippt. Und W29 gibt es halt einfach nicht. Ne? W29 ist einfach irgendwo in der Ecke, trauert, ja, fühlt sich vernachlässigt, von jedem angespuckt, so, ne? So ungefähr, weil den Server gibt es nicht.
weil sie sich einfach gedacht haben, jo, auf dem Server spielt sowieso keiner, weil alle auf diesen Jubiläumsserver warten, auf W30, und W29 ist sowieso uninteressant, weil alle eine gerade Zahl wollen, auf den sie spielen, haben sie einfach einen Server komplett übersprungen und von W28 direkt auf W30 den Server eröffnet, und W29 gibt es einfach nicht. Da könnt ihr nachschauen, wenn ihr euch einen neuen Account macht oder so, international durchscrollt die ganzen Server, dann werdet ihr keinen W29-Server finden. Das gleiche könnte natürlich sein mit W49. Niemand will auf W49 spielen, weil alle auf W50 warten. So, ne, weil es halt ein Jubiläumsserver ist, ein runder Server, es ist ein sehr gehypter Server, ein Event-Server wahrscheinlich auch, weil es da bestimmt wieder irgendwas Neues kommen wird. Da gehe ich mal ganz stark von aus. Und das ist so das Ding, ne? Und da kann man jetzt halt sich aussuchen, was für ein Typ Spieler bin ich jetzt. So, aber bevor ich dahin komme, möchte ich von euch ganz gerne mal wissen, wer von euch fängt auf W50 an zu spielen? Das möchte ich mal ganz gerne wissen. Wer von euch spart jetzt schon auf W50, dass er da beim Serverstart richtig eskalieren kann? Denn wir wissen, dass schon von einigen Spielern, die schon zahlreich Platz 1 belegt haben, und von sehr vielen anderen krassen Pilzspielern, dass die auf W50 anfangen wollen. Und ich hatte selbst bei Davalon im Video gesehen gehabt, dass er nicht abgeneigt wäre. Wir hatten ja mal so ein bisschen indirekt vielleicht gefragt gehabt, dass es ja eventuell möglich sein könnte oder so, dass es cool wäre, wenn man so einen Serverstart wie bei ihm mit dem Berserker nochmal aus seiner Sicht live sehen würde und das vielleicht dann so ganz live dann übertragen kann oder so. Video ist immer ein bisschen schlecht, glaube ich, weil das ist halt ein kompletter Serverstart über 1, 2, 3 Tage und so, ne? Da müsste man das dann halt im Livestream irgendwie machen. Das wäre auf jeden Fall cool. Und er auf jeden Fall nicht abgeneigt. Das freut mich auf jeden Fall auch sehr, muss ich sagen, dass man das Ganze auch vielleicht an W50 auch, das, was wir auch in diesem Theorie-Video besprochen hatten, also Davalon und ich, auch im Praxis-Livestream vielleicht sogar euch zeigen kann, präsentieren kann, weil ich glaube, das würde einige von euch interessieren, wie man so einen Push von Stufe 1 bis Stufe 220 in 26 Stunden schafft oder so, ne? Das ist auf jeden Fall, denke ich mal, für einige interessant, weil da natürlich auch einiges an Pilze fließen wird. So, ne, also alles unter 20.000 Pilze brauchen wir gar nicht reden in den ersten zwei Tagen. So, das ist halt wirklich die Realität. Und jetzt kommt es halt drauf an, was für ein Spieler bist du jetzt, ne? Weil viele Leute sparen halt jetzt schon oder sparen schon Ewigkeiten auf W50, spielen keine anderen Server mehr, weil sie da komplett ausrasten wollen. So, mit dieser Meinung sind sie aber nicht alleine, denn die meisten wollen auf W50 richtig krass durchstarten. So, da stellt sich für mich jetzt die Frage, also aus meiner Sicht jetzt mal, und das könnt ihr euch auch auf euch vielleicht ummünzen so ein bisschen. Ich als Medium-Pilzer, sag ich mal, der so ab und zu mal ein paar Pilze ausgibt, hier und da mal, ne, der kann natürlich auf solch einem Server recht wenig anfangen, da ich natürlich oben nicht mitspielen kann mit meinem Einsatz an Pilzen. Das ist für mich utopisch, ne? Also brauche ich im Prinzip erstmal gar nicht darauf tryhard-mäßig starten, weil ich sowieso wahrscheinlich relativ schnell untergehen werde. So, das ist natürlich die Perspektive Nummer 1. Perspektive Nummer 2 ist, wer da aber trotzdem Lust hat, einen Langzeit-Account auf W50 zu spielen, weil es einfach ein aktiver Server ist und wahrscheinlich die Konkurrenz auch über Jahre da bestehen bleibt, weil halt alle wahrscheinlich ein bisschen länger da auf dem Server spielen wollen, ist natürlich die Sache, wenn man so einen Serverstart an der kalten Schulter an sich vorbeiziehen lässt und einfach sein Ding durchzieht, dann relativiert sich das Ganze natürlich nachher wieder. Da kann jemand von euch Stufe 220 oder 200, keine Ahnung, irgendwie 200 Level vor euch sein. Wenn ihr in 10 Jahren immer noch spielt, dann hat sich das Ganze so relativiert, dass der Vorsprung wirklich kaum zu merken ist. Selbst bei solchen Vorsprungen am Anfang, lasst euch von solchen Leuten bitte nicht demotivieren oder runterziehen, denn das Ganze relativiert sich so krass, wenn ihr einfach nur die Ausdauer dafür habt, euren Char weiter zu spielen. Ja, das zieht sich nachher alles immer weiter zusammen. Die Spanne wird immer geringer zwischen dem Spieler, der am Anfang richtig hoch war, und der nicht so krass hoch war. Umso länger man spielt, umso länger die Zeitspanne ist, umso mehr relativiert sich das. Da solltet ihr auf jeden Fall dann doch trotzdem am Ball sein, auch wenn ihr am Anfang vielleicht
ein bisschen Schwindel habt oder so, dass da Leute viel zu weit von euch wegziehen. Das ist nach ein paar Jahren denn nichtig, der Vorsprung. Ne? Deswegen ist auf jeden Fall die Frage, wenn man drauf spielt, auf solch einem Server, wie man drauf spielt. Und natürlich muss man sich darauf einstellen, dass man die Top-Platzierung nicht belegen wird, als normal durchschnittlicher Spieler, so wie ich es bin, weil halt einfach viele Leute auf W50 schon lange sparen, vor allen Dingen auch Hardcore-Pilzer, und der bei den Leuten auch schon sehr im Gespräch ist und sehr im Hype ist momentan, ne? Weil es halt auch ein Jubiläumsserver ist, viele Leute warten drauf, der Server wird wirklich krass gehypt. Ich werde auch drauf spielen, ja, aber werde natürlich nicht krank reinpilzen. Ich werde einfach nur da meinen Account drauf haben, um ein bisschen zu beobachten. Vielleicht werde ich hier und da mal ein bisschen aufladen, aber wirklich nur, um ja einigermaßen vielleicht ein bisschen mit dabei zu sein. So, ne, aber nicht großartig heftig reinpilzen. Das werde ich da nicht, und ich werde den Account auch höchstwahrscheinlich nicht auf lange Sicht spielen. Ich kann aber nichts versprechen in der Hinsicht. Ja, das möchte ich auch nicht. Ja, kann sein, dass da irgendwas Krasses erscheint oder so und ich dann doch am Ball bleiben will. Das kann ich euch nicht sagen. Ich möchte in der Hinsicht auch wirklich nichts versprechen. Ne? Ja, auf jeden Fall werde ich das Ganze natürlich begleiten, und ich hoffe, ich versuche alles mir in der Macht Stehende zu tun, dass ich auf dem Server auch, dass ich den Serverstart irgendwie hinkriegen kann zu streamen irgendwie, ja, dass ich mir da irgendwie frei eingeräumt kriege, weil das wäre mir schon wichtig, weil den Serverstart von W50 zu verpassen, da wäre ich ziemlich dumm, wenn das irgendwie an mir vorbei ginge, ja, deswegen versuche ich da auf jeden Fall, könnt ihr euch schon mal drauf vorstellen, an diesem Tag dann auch zu livestreamen, ja. Bekannt ist das natürlich noch nicht, wann er erscheint, das dauert natürlich auch noch ein bisschen, und deswegen wollte ich euch trotzdem nur schon mal drauf vorbereiten, dass der Server, wenn ihr drauf spielen wollt, dann solltet ihr gestern schon anfangen zu sparen für den Server, ja. Für alle anderen Leute, die nicht so die Ambition haben, vielleicht viel reinzupilzen, trotzdem aber oben mitspielen wollen, dann empfehle ich euch da W49, weil da wahrscheinlich die wenigsten Hardcore-Pilzer drauf spielen werden, weil ja alle auf W50 spielen. So, dann geben die natürlich nicht ihr Geld aus auf W49. So, es sei denn, der Server wird wieder überskippt. Kann sein, dass sie es wie bei W29 damals machen werden. Das kann ich euch nicht sagen, aber falls W49 rauskommt, dann könnt ihr da anfangen und könnt wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich für einen schmalen Taler könnt ihr da relativ weit oben mitspielen, weil wie gesagt, die ganzen Hardcore-Pilzer fangen auf W50 an zu spielen. Ja, ich bin auf jeden Fall ziemlich krass gehypt auf den Server, einfach nur, weil das wahrscheinlich der heftigste Serverstart werden wird, in der Geschichte von Shakes & Fidget. So viele Hardcore-Pilzer, die dort dran teilnehmen, dann werden wahrscheinlich auch, gehe ich mal zu 90% von aus, Influencer auf dem Server auch wieder starten, ne? Die es natürlich dann in gewissermaßen ein bisschen einfacher haben, weil die natürlich auch eine gewisse Anzahl an Pilzen gesponsert kriegen. Das heißt, gegen normale Spieler, die sowas nicht haben, die haben natürlich dann einen gewissen Vorteil. Aber man kennt natürlich, die meisten Influencer bleiben ja nicht so lange am Ball wie die ausdauernden Shakes & Fidget Spieler, ne? Weil die ja dann meistens ja andere Projekte haben und Shakes & Fidget mehr ein Kurzzeitprojekt ist für die. Und deswegen macht euch da bitte auch keine Sorgen. Bisher ist es nie wirklich so gewesen, dass irgendein Influencer auf einem Server so lange besteht, dass er, ja, keine Ahnung, einen ganzen Server dominiert oder so. Ne? Und deswegen, ja, lasst euch da nicht verunsichern. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ihr könnt mir ja mal wirklich, das würde mich wirklich sehr gerne mal interessieren, wer von euch auf W50 starten möchte, wer sich da schon einen Plan gemacht hat, wer vielleicht schon Gildenplanung habe ich. Von einigen Leuten habe ich schon gehört, dass die schon auf W50 eine Gildenplanung und sowas alles haben. Also wie gesagt, die Vorbereitungen für W50 sind jetzt schon, obwohl der Server so weit noch weg ist, in den Startlöchern. Und deswegen, ist auch auf jeden Fall die frühzeitige Information darüber, denke ich mal, ja, gar nicht mal so verkehrt in meinen Augen. Und deswegen wollte ich da einfach mal eure Meinung zuhören. Ne? Wie gesagt, jetzt kennt ihr meine Meinung. Ich werde da nicht starten, aber hoffe inständig, dass ich da wirklich das Ganze livestreamen kann und live übertragen kann. Auch wahrscheinlich hoffentlich über mehrere Tage, ne? Wenn es denn so sein sollte, wenn der Server denn so krass ist. Und ich bin auf jeden Fall gehypt. Das wird wahrscheinlich der gehypteste Server in ganz Shakes & Fidget W50, der dann jetzt erscheinen wird. Ja, aber bis dahin ist es natürlich noch ein bisschen. Ich gehe von aus, Juni, Juli vielleicht so.
Könnte es gut sein. Und ja, bis dahin sollte es auf jeden Fall erstmal gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Meine Meinung auf jeden Fall darüber, über den Server jetzt schon, ne? Und ja, das war's von meiner Seite aus. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.